Tattoos sind voll im Trend und Ausdruck eines ganz individuellen Lebensstils. Eine Frau hat sich in dieser Branche einen Namen gemacht. Jamie Silverstick. Für alle, die sich meinen Namen nicht merken können, den habe ich mir extra, und zwar selber, hinten auf dem Rücken tätowiert. Das ist ein richtiger Hingucker, oder? Heute hat Jenny einen ganz besonderen Kunden. Niemand Geringeres als Rapper Echo Fresh kommt in ihr Tattoo-Studio. Der erfolgreiche Rapper, Schauspieler und Produzent hat von Jenny über einen Bekannten erfahren. Also die Jenny, ne, die wurde mir von einem Kumpel empfohlen. Was mich erstmal gewundert hat, weil ich habe Beef mit dem, aber trotzdem nett von ihm. Echo Fresh ist aus einem ganz besonderen Grund hier. Wenn man sich in der Rap-Landschaft umschaut, ja, dann merkt man, die harten Jungs, die richtig roughen, toughen, die räumen richtig ab, ja. Die machen richtig Knete. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es Zeit, mal das Image zu ändern und ein bisschen krasser zu werden. Dabei soll mir jetzt die Jenny helfen. Hi, Echo! Hi, Jenny! Na? Ach, komm her! Lass dich drücken, mein Gutster. Also es ist natürlich nicht ganz alltäglich für mich, ne, dass hier so ein berühmter Rapper reinspaziert. Und man will natürlich nicht falsch machen. Darum habe ich mich im Vorfeld ein bisschen informiert und mir zur Begrüßung selbst einen kurzen, aber knackigen Rap ausgedacht. Ich finde, der ist super gut geworden und der kam auch super an beim Echo, doch? Pass auf, ich hab was für dich vorbereitet. Hi, Echo Fresh, du hast kein Pech. Willst du ein Tattoo? Da sag ich Juhu. Okay. Cool oder cool? So, erzähl mal, was machen wir bei dir Schönes, hm? Also Jenny, pass auf, ich will mein Image ändern. Mehr so in Richtung Gangster-Rap. Okay. Und dazu muss ich meine Credibility steigern, so Gangster-Style-mäßig. Ich hab da gedacht an ein Tattoo im Gesicht. Tattoo im Gesicht? Ja, warum nicht? Ich hol mein Gerät und guck mal, was geht. Du Jenny, kannst das mit dem Rappen bitte einfach nur lassen? Ah, hast Angst, dass ich da Konkurrenz mache, ne? Klar, verstehe ich. Ist gut, komm, ich versteh's. Ah, ich habe mich natürlich gefragt, Jenny, was machst du mit dem Echo in seinem Gesicht, ja? Aber die Jenny ist ja die Jenny, weil sie die Jenny ist. Beziehungsweise sie wäre nicht die Jenny, wenn sie nicht die Jenny wäre. Und darum hab ich genau das Richtige für den Echo gefunden. Jenny macht sich direkt ans Werk, um Echo Fresh bei seinem neuen Image als Gangster-Rapper mit einem Tattoo im Gesicht unter die Arme zu greifen. Ihre jahrelange Erfahrung und ein eben noch auf der Toilette gegucktes YouTube-Tutorial kommen ihr dabei zugute. In ihren Händen liegt nun die Karriere von Echo Fresh. So, fertig! Du wirst staunen, was ich dir da gezaubert habe, ja? Die werden Augen machen in der Rapper-Szene. Das verspreche ich dir. Es war nicht ganz einfach, aber ich habe mich vorher mal schlau gemacht und da gibt's nämlich so einen richtig coolen Kollegen vom Echo. Habe ich im Internet gelesen. Der heißt Crow. Ja, Crow oder so ähnlich. Und der hat so eine Maske auf dem Kopf und hat damit einen riesen Erfolg. Und da hat's bei mir gebimmelt. So, mein Lieber, hier hast du schon mal einen Spiegel. Und jetzt kommt dein Moment. Tada! Na, zu viel versprochen? Da wird der Crow von Neid erblassen. Das ist auch ein harter Kerl. Aber mit so einem Tattoo bist du ganz klar der Härtere. Scheiße, Jenny, geht das wieder ab? Nee, das nimmst du mit ins Grab. Hast du gehört? Jetzt habe ich schon wieder gereimt. Vielleicht sollte ich doch Rapperin werden. Wir wünschen Echo Fresh nun ganz viel Glück bei seiner neuen Karriere als Gangster-Rapper. Danke, Jenny Silverstick.